herzlich willkommen, liebe Leute, bei aller Ruhe zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute ein Mission Pack für das legendäre 3D-Spiel Blood aus dem Hause Monolith aus dem Jahr 1997. Dieses Mission Pack heißt Cryptic Passage, ist das einzige offiziell lizenzierte Mission Pack für dieses Spiel von Monolith, das nicht von Monolith selber produziert wurde, sondern glaube ich von Sunworks hieß die Firma. Das andere Mission Pack, Plasma Pack hieß das Ding, das war von Monolith selber, aber das juckt uns heute gar nicht. Wir spielen dieses inoffizielle Mission Pack. Wer Blood nicht kennt, das war ein sehr blutrünstiger und sehr unterbewerteter 3D-Shooter in den späten 90ern. Ein wirklich geniales Spiel. Basiert auf der Build Engine, mit der schon Duke Nukem 3D lief. Für Blood wurde die Engine nochmal ein bisschen fein getweakt. Die Steuerung ist besser. Pipapo. Was ich mit euch heute machen will, ist diesen Cryptic Passage Mission Pack blind zu spielen. Ich spiel's das erste Mal in meinem Leben und ich habe auch Blood vorher nicht mehr gespielt. Kann also mörderisch peinlich werden für mich. Ich glaube, 9 oder 10 Level sind's. Ich würde sagen, wir legen los. Cryptic Passage und wir nehmen als Schwierigkeitsgrad Pink on the Inside, weil Blood standardgemäß, das weiß ich noch, sehr, sehr schwer war. Einiges schwerer als Duke Nukem und da wird jeder kleinste Fehler bestraft. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass dieser Mission Pack anders ist. Also los geht's. Auf dem Boat Docks. Okay. Also für alle, die Blood nicht kennen, die Spielmechanik ist ähnlich der von Duke Nukem. Wir können also auch hier wieder tauchen. Unsere Standardwaffe ist eine Mistgabel. Die Story zu Cryptic Passage kenne ich jetzt leider nicht. Beim Originalspiel war es so, dass wir Caleb steuern, den wir auch, glaube ich, hier wieder steuern. Und das ist ein Untoter, der wurde von einer religiösen Sekte umgebracht, von einer fanatischen Sekte. Und er erstieg dann wieder von den Toten auf, um sich zu rächen. Gut, TNT können wir als Waffe verwenden. Dort drüben ist auch noch ein bisschen TNT. Und ihr seht schon, die Engine wurde ein bisschen verbessert. Treibendes Holz. Waberndes Wasser, also von der Grafik war das Spiel schon eigentlich immer eine Wucht, fand ich, vor allem für die Zeit. So, das ist eine Flare Gun, also eine Leuchtkanone. Da passiert mit Gegnern Folgendes, hat man gerade gesehen. So, das waren die einfachsten Gegner, diese willenlosen Zombies gibt es auch im Hauptspiel. Die können eigentlich gar nichts außer laufen und mit ihrer Mistgabel zustechen. Aber warten wir erstmal, bis der fanatische Kult kommt. Dann sieht das schon anders aus. Das ist Lebensenergie, brauchen wir im Moment noch nicht. Blood, das Hauptspiel, war ein sehr morbides Spiel. Wahrscheinlich ist dieses Mission Pack nicht anders. Ich hoffe, man hört im Hintergrund auch den sehr genialen Soundtrack. Und ich gehe jetzt vorsichtig vor, weil wie gesagt, ich kenne es nicht, das Mission Pack hier. Sieht aber schon mal wirklich vorzüglich aus. Oh. Brennen, Junge, brennen. Brav. So, Ammo für unsere Flare Gun. Ich würde es ja fast mal wagen, da unten reinzuspringen, aber wer weiß, ob wir da wieder lebend rauskommen. Bei Blind LPs bin ich nicht so experimentierfreudig. Ach ja, die Köpfe der Zombies, die kann man rumkicken. Fand ich immer ein schönes Gimmick. Also wie gesagt, das Spiel, gleich mal eine Warnung, ist nichts für schwache Nerven. Ich glaube, hier im ersten Level, da geben wir es noch ein bisschen langsam an zur Eingewöhnung. Nicht so schwer. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Mission Pack teilweise ein bisschen unfair ist, was es angeht, wenn man den richtigen Weg finden will. Also manchmal gibt es sehr viele versteckte Schalter, die man nicht sofort findet, etc. Das muss teilweise nicht ganz immer sichtlich sein. Also ich hoffe, ich bleibe nicht allzu oft stecken. Blood, das Hauptspiel, will ich auch noch spielen. Und ich könnte jetzt so viel über Blood erzählen und warum es auch wieder so wegbereitend war und warum es von der Ratten, warum es von der Kritik, also von der Presse, trotzdem nicht gewürdigt wurde, aber das hebe ich mir fürs LP des Hauptspiels auf.
So, was haben wir da unten? TNT. Schieß mal vielleicht an. Nichts passiert. Und da unten war auch eine Tür mit einem Schlüssel. Oh, ich finde die Atmosphäre von dem Spiel immer noch sehr geil, nach all den Jahren. Also ich weiß nicht genau, wann der Mission Pack rauskam, aber ich nahm an 97. Da gab es natürlich schon Quake mit der wirklichen 3D-Engine. Hui, da hat es die Ratten aber zersemmelt, du. Also das war auch ein wahres Horrorspiel. Jetzt haben wir den Skull Key. Ich frage mich, ob es hier auch so viele Secrets gab wie im Originalspiel. Also im Originalspiel, ähnlich wie bei Duke Nukem, gab es verdammt viele Secrets. Also ich werde mal ab und zu versuchen, die Wände zu aktivieren oder so. Ich glaube, darunter sollte man nicht fallen. So, ich glaube, die Türe, die war da hinten, ne? Irgendwo. Ah, ich glaube, wir laufen gerade falsch. Wir müssen hier rein. Nee. Ach, ich und Orientierung. Aber zum Glück gibt es im Blatt, wie auch in Duke Nukem, eine Automap, wie ihr hier seht. Die können wir raus und rein zoomen mit Plus und Minus, glaube ich. Aber wir müssen da runter. Genau den Skull Key. Hammer! Und da kommt schon der erste Okkulte und ihr seht schon 40 Energie gleich mal ratzfatz weg. Also da muss man wirklich aufpassen. Waren wir hier denn schon? Oh ja, natürlich waren wir hier schon. Nehmen uns gleich das Herz von davor. Das heißt, wir können einfach da durchlaufen. Wow! Out, wherever you are. Das war unser Held Caleb, ähnlich wie Duke Nukem redet, der auch immer gerne. Und der hat manchmal hat der so saucoole Sprüche drauf. Da haut sich echt weg. Ich hab mir sagen lassen, dass dieses Mission Pack ein Secret Level hat. Und da ich das auch spielen will, werde ich als einziges im Internet mich mal informieren, wie man dieses Secret Level betreten kann. Ansonsten werde ich wirklich absolut blind spielen. Aber ich will das Secret Level nicht verpassen. Aktivieren wir mal den Schalter hier. Boah, die Musik macht mich fertig. Das ist noch hibbeliger von der Atmosphäre als Dead Space, ganz ehrlich. Okay, das Ding kann man wohl nicht kaputt machen. Hier ist noch ein Schalter. Oh oh. Das Fischermannskombüse. Ich glaube, wir müssen hier rein. Oh Mann, oh Mann. Ihr wisst gar nicht, wie mir der Bammel geht, aber... Hallöchen, jetzt sind wir wieder hier, ne? Schauen wir mal auf die Karte. Wo können wir noch hin? So. Hier ist der Start, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, ja. Also das ist halt immer die Problematik des Blindspielens. Ich spiele jetzt trotzdem mal hier runter, weil es mich einfach interessiert. Oh ja. Guck mal an. Flares. Wir müssen bloß wieder auftauchen, weil wenn Caleb die Luft ausgeht, dann... Was haben wir hier denn für einen Tauchanzug? Dann gibt es einen ganz ekelhaften Effekt. Dann wird der Bildschirm schwarz und man sieht fast gar nichts mehr. Und dann... unter Wasser versuchen sich zurechtfinden. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt sollte man am Starthafen angekommen sein. Jawohl. Okay. Vielleicht werde ich auch in diesem Blind Let's Play mit Safe Games arbeiten. Mit Quick Saves, weil alles dann immer nochmal zu spielen ist vielleicht doch ein bisschen habisch. Ah, hier war man noch nicht.
falls man mal stirbt, und es geht bei Blood ziemlich schnell. Hallo Freunde. Ihr steht bestimmt nochmal auf. Ja. Oh, ein Medkit, sehr schön. Victims, aren't we all? Sind wir nicht alle Opfer, meint Caleb? Er hat natürlich recht. Oh, ich liebe dieses morbide Szenario und diese morbiden Grafen. Das Spiel ist so grandios. Also wenn ich jetzt das Spiel meine, rede ich jetzt primär natürlich vom Hauptspiel, das ich kenne. Aber das Mission Pack hier macht jetzt schon im ersten Level einen super Eindruck. Oh, Fetti. Die halte ich ja gar nicht gern. Die können, glaube ich, spucken. Mit so grünem Schleim und Messer werfen. Also das erste Level lässt es echt noch ein bisschen ruhig angehen. Das finde ich gut. Vielleicht hier ein Secret? Ne. Ein ganz normales Bett. So, hier brauchen wir einen Dagger Key. Das heißt, wir haben hier noch keinen Einlass. Ein Herzchen. Oh, die Brühe schaut nicht gesund aus. Ich sollte vielleicht von meinem Plan Abstand nehmen, da tauchen zu gehen. Geht eh nicht. Können wir hier rein? Ne, die Tür ist verschlossen. Plumpsklo. Ein Schalter. Eine Buttel TNT. So, Frage, was hat der Schalter gemacht? Hier waren wir ja schon. Hier können wir nicht rein. Hier war doch irgendwo eine verschlossene Tür, oder? Das war... die hier. Die geht jetzt auf, jawohl. Oh, oh. Ich hasse Keller. Mir ahnt Schreckliches. Moment, hier waren wir auch schon. Scheiße, jetzt sind wir wieder runter. Also schauen wir mal, ob es hier oben noch was zu holen gibt. Also hier anscheinend nicht. Hier gab es ja auch nichts. Oder übersehe ich hier irgendwo einen Key? Also hier ist Herzilein, du musst nicht traurig sein. Ah, die Tür war es, die verschlossen war, aber die geht immer noch nicht auf. So, ich nehme an, die wird mit der einen Tür zusammenhängen, mit der Silverdagger-Tür. Ich aktiviere den Schalter nochmal und nochmal. Kann man hier runter in das Scheißhaus? Nee. Oh, ich hasse es ja, wenn ich nicht weiterkomme. Hier brauchen wir einen Key. Hier raus können wir auch nicht, oder? Nee. So, dann schau mal weiter. Also sorry, wenn ich ab und zu mal hängen bleibe, aber bei diesen alten Spielen passiert das öfter. Da waren wir ja schon, ne? Ja, ich glaube, wir müssen noch mal nach unten gucken. Also hier war man anscheinend schon, weil es hier Tote gibt. Nee, oder? Ich bin sehr verwirrt, meine Freunde. Das sieht mir nach einem Gebiet aus, wo wir noch nicht waren. Und doch, da waren wir auch schon. Ach ja, hier ist ja der Eingang. Oh Mann, ich bin total perplex. Und die Karte hilft mir gerade auch nicht gerade weiter. Wir müssten nach draußen kommen, da geht der Weg weiter, man sieht's. Das Problem bei der Karte ist, da überlappen sich die Ebenen. Und... tja, da wird man nicht so richtig schlau draus.
Den Schalter haben wir schon aktiviert, glaube ich. Ja, das war hier. Mach auf. Also wir müssen auf jeden Fall, meiner Meinung nach, zu diesem Häuschen wieder. Hier, und da muss es irgendwo einen Weg nach draußen geben. Weil die Karte sagt, dass hier links es eventuell weitergeht. Aber da kommen wir wahrscheinlich nur mit diesem Key raus. Und der Key ist irgendwo, bloß nicht da, wo ich bin. Okay, ich glaube, hier müssen wir rein. Es kann natürlich sein, dass diese Tür mit einem Zeitschloss versehen ist. Natürlich. Ein Okkultist. Also sorry, dass ich da schon wieder gehangen habe jetzt, aber was ist denn hier? Blattbier. Da gibt's Bier von den Okkultisten. Das ist mal was ganz Neues. Aber ich hab's ja schon... Aua, das tat weh. Ich hab schon angekündigt, werde öfter so hängen bleiben. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Ach, hättet ihr mir das Herz nicht eher geben können, bevor ich den Medkit verwende. Der nicht ganz blutrote Mond, aber bösartig sieht er trotzdem aus. So. Auch hier ist wieder zu. Oh, ja, 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 ja. Jede Waffe hat übrigens einen Secondary Fire Mode. Also mit der Flare Gun können wir zum Beispiel diese Flare-Bomben schießen. Das war eine Innovation damals bei Blood. So, kommen wir jetzt hier wieder raus? Natürlich nicht, ne? Und hier ist auch dicht. Wie könnten wir hier rauskommen, meine Freunde? Wahrscheinlich mit dem Hebel. Geht er weg. So, jetzt bleibst liegen, Freund. Und jetzt können wir endlich hier raus. Ui! Sauloch. Beinahe hätte er mich erwischt. Also die Zombies können auch aus der Erde kommen, habt ihr jetzt gesehen. TNT können wir bei Gelegenheit mal verwenden. Ich bin mir nicht mehr so zielsicher mit dem TNT, da muss man nicht gut zielen und ich habe keine Übung mehr. Aber im Laufe des LPs kommen wir da schon noch dazu. So. Oh, ich sehe eine Spraydose. Eine wunderschöne Waffe in Blatt. Sehr wunderschön, wenn auch nicht sehr effektiv. Vielleicht zwei. Schauen wir mal, ob wir das Ding kaputt schießen können. Nee, Spraydose ist wunderschön. Also Feuerzeug davor und dann Bumm machen. Da brennt das Haus. So, auch hier brauchen wir wieder einen Key. Und der Secondary Fire Modus, dieser Spray Can, ist ganz witzig. Ui. Kann ich vielleicht mal an ihm demonstrieren? Wow. Eigentlich sollte die explodieren. Wenn die Gegner trifft, explodiert sie sofort. So hab's ich zumindest noch in Erinnerung. Genau. Und jetzt haben wir uns selber angezündet. Bin ja echt ein Profi, aber gut. War ja nur mal zu Demonstrationszwecken. So, das Ding würde ich gern aus der Entfernung zünden. Caleb lacht, er findet's amüsant. Okay, da geht's irgendwo nach draußen. Okay, ist ein anderes Areal, als wo wir gerade waren. Vermutlich müssen wir da auch hin. Ganz akimbo. Für kurze Zeit wird die Waffe verdoppelt. Das ist natürlich doppelte Firepower, da geht es so richtig rund. Und ich glaube, das sollte man ein bisschen ausnutzen. Das gilt für jede Waffe, die man hat, auch für die Flare Gun zum Beispiel.
Da hoch geht's wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, oh. Okkultist schießt. Dachte ich zumindest. So, also das ganze Kimmel ist wieder weg. Da brennt ein Haifisch. Okay, dann werden wir mal hier reingucken, wa? Ich sehe da hinten einen Gegner. Haha. Jetzt brenn, mein Freund. Und dann komme ich runter zu dir, wenn es vorbei ist. Alles klar. So. Wow. Also die Okkultisten sind auch ein bisschen intelligenter als die Gegner in Duke. Die strafen auch mal oder verstecken sich hinter einer Wand. Können auch kriechen. Es gibt verschiedene Sorten von Okkultisten. Ein paar können auch Dynamit werfen. Ein paar haben Maschinengewehre. Die haben ja jetzt nur einen Shotgun. Also die braunen Kutten, die sind die harmlosesten. Boah. Und wenn die brennen, dann schreien sie meistens richtig schön rum. Also es brennt. Also das Spiel war schon sehr makaber damals. Aber deswegen war es ja auch so spaßig. Muss man ganz ehrlich zugeben. Ich bin ja kein gewaltliebender Mensch. Der wird nochmal aufwachen. Nein. Okay. Leitern, kann man die verwenden irgendwie? Oh ja, das gab es im Originalspiel auch nicht. Aber die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oder geht das trotzdem nicht? Ich glaube, es geht trotzdem nicht so wirklich. Wir machen sie übers Fass. Oh, eine Voodoo-Puppe. Auch eine tolle Waffe. Also die Waffen waren sehr originell im Blatt. So, jetzt haben wir den Schalter aktiviert. Was der macht, das weiß der Teufel. Aber ich nehme an, wir müssen zurück. So, Voodoo-Puppe war, glaube ich, auf der Nummer 0. Genau, falls jetzt ein Gegner kommt, zeige ich es mal. Also das Prinzip der Voodoo-Puppe ist ja, glaube ich, klar. Sticht man in die Puppe, tut's dem Gegner weh. So, der Raum ging jetzt auf, aber bringt uns nichts. Also ich fand auch diese Shotgun immer sehr geil bei Blood. Soderle, auch hier ist noch ein Schalterchen. Und der Moon Key, genau, den haben wir ja gebraucht. Herzlein, du musst nicht traurig sein. Ja, der Schalter macht nur die Türe zu, okay. Leider habe ich schon wieder komplett vergessen, wo wir den Moon Key einsetzen müssen. Weil ich ein Siebhirn habe. Aber ich glaube, wir müssen hier hin. Die Respawns sagen mir, ich liege richtig. Also wenn man den Secondary Fire Mode der Shotgun verwendet, dann bleiben die Viecher meistens auch liegen. Da war der Dagger Key. Also hier definitiv nicht. Mal schauen mal hier rein. Okay, das war die Tür. Ups. 1:0 für Deutschland. Durch Mario Caleb. Oh Gott, sind die Witze schlecht. Oh, ich liebe dieses Gemetzel. Sodale, bin da wer noch? Hallöchen. Und tschüss, übrigens. So, bevor ich da rauf gehe, da landen wir wahrscheinlich da oben. Also da, manche von diesen Dingern kann man wohl zerschießen, manche nicht. Ich glaube nur die, wo TNT draufsteht. Huch. Da brennt der olle Sack. So, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da unten ist eine Falle. Da knackt, knackst
knarzt der Boden. So war das Wort. So. Moment, jetzt gehe ich doch erstmal hier rauf. Boah. Diese atmosphärischen Sounds tragen schon zu einer ordentlichen Stimmung bei. Ah ja, hier waren wir schon. Oh Mann, also auch wie in Duke Nukem, wie in dem Originalspiel, wollte ich schon sagen, also wie in Duke Nukem, aber auch wie im Blatt, gibt es immer schöne Abkürzungen durchs Level, die man immer erst später erfährt. So, hier geht's nicht rein, also müssen wir wohl doch da runter. Also auf jeden Fall spendiert man uns ordentlich Muni und ja. Ah, hier ist ein Schalter. Ja, tut mir leid, meine Freunde, aber bei Blind-Spielen, da stelle ich mich immer richtig doof an. Wenn ich meine normalen Let's Plays mache, da bereite ich mich ja immer vor drauf. Zumindest ein bisschen. In dem Fall ist das jetzt überhaupt nicht der Fall. Ich habe mich nicht mal mehr im normalen Blatt gespielt. So. Ey, Freunde. Huch, da hat er glatt den Kopf verloren. Da ist das Exit. Okay. Also, kann ich vielleicht nochmal zeigen, das Exit im Blatt sieht immer so aus. Würde ich aber gerne noch gucken, was da hinten war. Wenn wir schon was aufgesprengt haben. Okay, da ist der Start. Na danke für diese Verarsche, meine Freunde. So, ein bisschen haben wir gehangen hier im ersten Level von Blood. Ich hoffe, das nehmt ihr mich nicht zu übel und seid auch beim nächsten Level dabei. Im Old Opera House. Und wir machen es auch wieder wie bei Duke Nukem damals. Ein Level pro Video. Wir sehen uns dann. Bis denne.